Die DGX 2 ist eine ganz spezielle Maschine, hochspezialisierte Hardware für das Trainieren von tiefen neuronalen Netzen. Und diese tiefen neuronalen Netze sind sehr wichtig für den Erfolg der künstlichen Intelligenz, wie sie heute existiert. Die Maschine ist insbesondere wichtig, weil sie viel tiefere Netze trainieren kann. Wir können an Probleme herangehen, die wir vorher überhaupt nicht angegangen sind und uns nicht getraut haben. Und dadurch können wir auch die künstliche Intelligenz vorantreiben in verschiedenen Projekten hier an der HSG. Das ist eine einzigartige Maschine, die existiert quasi, wird in diesem Moment gebaut und wird hier an der Uni St. Gallen zum ersten Mal in der Schweiz auch im akademischen Betrieb genommen. Wir sind also die Vorreiter hier landesweit und da freuen wir uns, dass wir diese einzigartige Software- und Hardware-Kombination so hier an der Uni etablieren können. Wenn wir heute in den Medien etwas über künstliche Intelligenz lesen, dann ist das zu begründen mit den Erfolgen des Deep Learnings, angefangen mit 2012 und der Idee, die Funktionalität des Gehirnes, wie wir es beim Menschen kennen, auf die Maschine zu bringen. Wir bauen neuronale Netze und diese neuronalen Netze sind verknüpft, lernen selbstständig und dadurch können wir intelligente Anwendungen und Forschung in diesen Bereichen vorantreiben. Die Forschung, die wir hier mit dem Lehrstuhl Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen im Bereich der tiefen neuronalen Netze machen, kann man in vier Bereiche aufteilen. Der eine Bereich und der erste Bereich, das sind die Grundlagen, die wir bei den Architekturen und Algorithmen um die neuronalen Netze entwickeln. Hier insbesondere multimodale Fusion. Wie können wir eine Entscheidung treffen bei multiplen Entscheidungssystemen? Wie können wir KI und künstliche Intelligenz erklärbar machen? Das ist der Bereich um die Architekturen, theoretisch grundlagenlastig. Der zweite Bereich geht um die Analyse von sozialen Medien, Nachrichten. Hier geht es um Meinungsanalyse. Wie können wir nicht nur Text, sondern auch Bildmaterial analysieren, um Meinungen herauszufinden, zu verstehen, worüber spricht die Welt und wie denkt sie dabei? Der dritte Bereich ist die Analyse von Satellitenbilddaten. Ein ganz spannender Bereich, da diese Daten frei verfügbar sind durch Programme von der ESA wie Copernicus. Hier können wir im Kontext der sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen hervorragende Arbeit machen, bei denen wir analysieren können, ob irgendwo illegal Wald erodiert wird oder ob zum Beispiel bei Naturkatastrophen bestimmte Wege für die Einsatzkräfte nicht verfügbar sind. Und der letzte Bereich, hier geht es um Nachhaltigkeit und Finanzmärkte. Hier können wir diese neuronalen Netze einsetzen, um Anomalieerkennung zu betreiben oder auch entsprechend Orderbuchanalyse in den Finanzmärkten zu machen.